Wir brauchen noch Stahlwerke. Stahlwerke. Stahlwerk. Oh, hier gerade wieder nur Müll. Aber Hauptsache, das wird so einigermaßen was. Ja. Kanonengießerei, das ist das, das ist das. Eisen. Passt hier nicht hin, aber hier oben. Okay. Der natürliche Lebensraum auf deiner Insel wird immer knapper. Und? Warum heulst du jetzt deswegen rum? Mief, maf, muff. Spielstand gespeichert. Erhöhen wir mal ich die bin Sachen. So gerührt. Oh, wie selbst. Ach nee, verzieh dich. Warum? Oh, meine. Ist es nicht verboten, so etwas zu sagen? Ach, ich hab's beleidigt aus. Leider, ich verspüre Feindseligkeit. Es ist nicht, woran ich gewöhnt bin. Ups. Naja. Hier fehlen die Rohstoffe. Ja, die kommen doch schon. Na, guck mal. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn für die nächste Stufe eigentlich? 1500 Handwerker. Achso. So. Der Teufel fordert seinen Tribut. Ja. Bitte, leuchten Sie uns den Weg. Sie suchen nach Stamento. Ich zeichne Sie mit einem S auf der Karte ein, sagt Ramon, ein Einheimischer, den Ihnen die Sir Archibald mitgegeben hat. Warum nicht mit einem X? Will der Kapitän mit einem Anflug von Enttäuschung wissen. Stamento, sagt Ramon mit einem lebhaften Funke in ihr. Sie ist der Schlüssel zu allem, nachdem sie viele Tage lang die Küste der neuen Welt entlang gefahren sind. Ist es jetzt an der Zeit zu entscheiden, wie es von hier aus weitergehen soll? Voraus lädt die breite braune Mündung eines Flusses zur Fahrt ins Landesinnere ein, dessen Gefahren unsichtbar hinter der nächsten Biegung lauern. Vielleicht wäre der Weg über Land leichter, wirft der Navigator hoffnungsvoll ein. Ein Blick auf den finsteren unheilschwangeren Urwald lässt vermuten, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Doch welches ist das geringere Übel, Admiral? Mit dem Schiff flussaufwärts fahren durch den Dschungel. Die Suche nach Stamento. Der pyrobische Drache ist ihnen wieder auf den Fersen. Zunächst wollen sie es nicht wahrhaben, dass entfernte Stampfen eines Dampfmaschine und die schwarze Rauchwolke über der unregelmäßigen Büffellinie der Mangroven ihre Männer, die so entspannt waren, dass sie eine Ansammlung gelber Blumen in Südufer bewundert haben, sehen sich plötzlich mit einem Doppelgrauen konfrontiert. Wir werden sich hinter ihnen die pyroboischen Drachen schnell nähern, warten hinter der nächsten Biegung ein paar tückische Stromschnellen, die ihnen schäumend entgegenrauschen. Aber eine Seite befindet sich eine sehr schmale Bresche, durch die sie ein ausgezeichnet navigiertes Schiff gerade eben durchquetschen könnte. Alternativ dazu können sie versuchen, den Pyroborischen den Weg mit Schüssen auf der hohen Klippe zu versperren. Auf die Klippe zwischen ihnen und Pyro schießen. Ihr Navigator nimmt reichlich Tempo auf, was bemerkenswert ist, weil heute kaum Wind über den Fluss weht. Auch der gewählte Kurs ist gut. Mitten zwischen den beiden zerklüfteten Klippen hindurch und ihr Schiff gleitet mehrere Terrassen. Der Strom schnell mit kaum mehr als ein paar leichten Stößen empor. Obwohl ein Dampfschiff
den Anforderungen eher gewachsen zu sein scheint, unternimmt der eiserne Drache keine Verfolgungsversuche. Ihr Kapitän ist schnell mit Lob für das große Geschick ihres Navigators bei der Hand, anstatt der bestürzenden Möglichkeit ins Gesicht zu sehen. Die Pyroboria könnten wissen, dass von ihnen eine noch größere Gefahr lauert. Der Fluss hat sie so weit wie möglich gebracht und nun müssen sie entscheiden, ob sie den Weg durch Sümpfe und bekannte Tiefen fortsetzen oder, wie Ramon vorschlägt, durch ein System miteinander verbundene Höhlen. Ich nehme die Höhlen. Ramon entschuldigt sich, doch es ist nicht seine Schuld. Sie sind zu tief herabgestiegen und gezwungen durch Matsch und Guano zu kriegen. Ein Mann mit Klaustrophobie fällt in Ohnmacht. Nach einigen erschöpfenden Stunden erreichen alle auf eine unscheinbare Lichtung direkt über den auf ihre Karte angezeichnet ist. Wohlbehalten wieder die Oberfläche. Was ist das? Ein junger Matrose stößt auf einen mit Moos überwucherten Bunker im Waldboden. Lange aufgegeben, lacht er. Deine Informationen müssen völlig überholt sein, Ramon. Viele Jahre überholt, ruft eine Stimme aus den Bäumen. Blätter rascheln, als überall Gewehre auftauchen und auf sie gerichtet werden. Sie, ein Mann mit Kapuze trifft vor und zeigt auf sie. Sie kommen mit uns. Wir werden gefesselt und mit einer Augenbinde versehen und finden sich nach einer Bootsfahrt vor der Frau wieder, die sie für Isabel Samento behalten. Wer sind sie? Will sie wissen. Und warum sind sie hier? Wir sind im Namen ihrer Majestät, der Königin hier. Ich bin das Kind von Samuel Good. Die Pyroria wollen uns an den Kragen. Isabels Augen blitzen vor Wut. Ach so, sie haben ihren Vater einen Verräter genannt, weil sie uns verkauft hat. Den lästigen Rebellen, und jetzt kommen sie her, um das Richtige zu tun und sich die Insel zurückzuholen? Daran hätte ihr Vater denken sollen, bevor er sie verkauft hat. Geschäft ist Geschäft. Es ist ein Eigenständnis, dass dieses Geschäft in keiner Hinsicht gut war. Sie nimmt das Fass und lässt Wein über ihren Kopf laufen. Vielleicht lasse ich meine ganze Wut an ihnen aus. Auch wenn es mein Vater war, die Pyroria müssen ihn zum Verkauf gezwungen haben. Geben Sie zu, dass Sie... So, Sie haben sich mit die Pyroria... Nee. Isabel stellt das Fass ab und sticht in ihre Stiefelmesser hinein, um das Loch zu stopfen. Dann sind sie gegen Pyroria. Man hat mir berichtet, sie hätten versucht, ihnen mit einem eisernen Drachen beizukommen. Sie atmet tief ein und wieder aus. Ich habe es nicht geglaubt. Und doch, sie haben ihr Leben riskiert, um hierher zu kommen. Isabel bedeutete den Wachen, ihre Fesseln zu lösen. Ich sollte mir wenigstens anhören, was sie wegen all dem unternehmen wollen. Du hast uns also gefunden. Schau dich um. Was könnten uns die Schergen ihrer Majestät noch antun, das die Pyrphoria nicht längst getan haben? Isabel Samento, wir kommen hierher, um die Unschuld unseres Vaters zu beweisen. Samuel Good. Good? Der Mann, der die kostbare Insel ihrer Majestät verscherbelt hat? Er ist genauso schuldig, wie ich es bin. Ich weiß nicht, wie es um sie steht. Aber unser Vater hätte seine Königin niemals verraten. Du nennst mich also eine Lügnerin? Liebe macht blind. Bevor die Pyrphoria ihr Brandzeichen setzten, sagten sie voraus, dass euer Vater kommen würde, um Prosperity zu verkaufen.
Es war eine schlechte Idee, an der Verschwörung gegen das Empire teilzuhaben. Doch als ich den Pyrphoriern die Zusammenarbeit verweigerte, erteilten sie uns eine Lektion. Nach allem, was wir über die Pyrphorier wissen, glaube ich nicht, dass sie sich von unseren Bemühungen abschrecken lassen. Die Pyrphorier nahmen uns Prosperity weg, an dem Tag, an dem das Abkommen unterzeichnet wurde. Und so bohren wir für sie nach Öl, ohne Lohn, bei Tag und Nacht. Wir haben unseren Stolz verloren. Und doch haben wir Angst. Denn obwohl wir die Toten begraben und ein Versteck gefunden haben, kann ich dort nicht allen Schutz bieten. Es betrübt mich, von Ihrer prekären Lage zu hören. Doch muss ich darauf bestehen, dass unseres Vaters... Du lässt einfach nicht locker, was? Na gut, dann kommen wir zur Sache. Helft mir dabei, meine Leute zu beschützen. Sobald ich merke, dass ich euch vertrauen kann, werde ich nach dem Vertrag sehen. Und? Schlägst du ein? All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Okay. Ja. Der Kapitän informiert sich darüber, dass die Expedition eine neue Region entdeckt hat. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Zoologische Expedition. Kapitel 3. Prosperity. Okay, nice. Errichte meinen Leuten eine Zuflucht auf La Isla. Dann werde ich darüber nachdenken, dir den Vertrag auszuhändigen, den du suchst. Die Pyrphorier würden uns sofort knechten, wenn ich versuche, mein Volk umzusiedeln. Aber eine Insel unter deiner Flagge... Ja. Wir werden dir helfen, aber erst musst du uns helfen. Ich traue dem Empire ebenso wenig wie den Pyrphoriern. Wir sind nur Figuren in ihrem Spiel. Was ist das? Ja. Geh nochmal rein wieder. Können wir später nochmal. Lesen Sie selbst! Sprung in die neue Welt. Gottgeschwister wagen sich in unbekannte Terrain. Vorn machen Isabel Sarmento ausfindig. Wird diese antimimperiale Rebellionsführerin kooperieren? Ist sie der Schlüssel zur Wahrheit über Samuel und den Verkauf der Insel? Prosperity? Handwerker? Ja, so, ich weiß. Kann ich gerade noch nicht machen. Wieso brauchen wir normale Arbeitskräfte jetzt? Kann mir das mal jemand sagen? So, okay. Wo ist denn das ganze Geld jetzt abgeblieben? Wollt ihr mich verarschen? What the fuck? Oder ist das, weil ich das gebaut habe? Das kann sein. Ich glaube, das ist das Problem hier. Jupp. Okay. Wie sieht's hier aus? Ach ja, wie sieht's hier aus? Was ist das? Lager sind voll. Brauchen hier Getreidefeld. Oh. Nochmal hier. Ach so, die Kosten sind so hoch, deswegen. Deswegen. Kosten sind einfach so. Ja, wir waren ja ganz schön im Plus. Hey.
Das wird gern gesehen. Oh. Hat ja die Kündigung verkauft. Ups. Ich kenne ein paar, die in die Fabrik gegangen sind und jetzt hat schon zwei von ihnen die Finger zerquetscht. Da bleib ich lieber bei meiner Sense. Ja, dann bleib mal bei deiner Sense. Wir kümmern uns hier um alles. So, okay. Eigentlich wollte ich schlafen gehen. Mach ich auch gleich. Ups. Mach nochmal das kurz hier fertig. So, okay. Jolas, eine Mühle. Ups. Eine Mühle. Boah, ich hab das Spiel vergessen. Wie war das? Brot. Zwei Getreidefelder, eine Mühle, zwei Bäckereien. Okay. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Okay. Bäckereien. Ihr wisst, was ich mache. Nämlich. So. Ups. Machen wir das nochmal so. Ja, komm. Passt schon. Ach. Würde schon sagen, ja. So. Nein. So. Okay. Wege. Hui. Ist mich gerade verarschen. So. Ja, wir brauchen mehr Bauern und wir brauchen Handwerker. Besser geht immer. Fehlt euch der natürlich. So, okay. Wir brauchen mehr. Zack. Zack. Wie nochmal? Ich hasse es. Süß wie. So, dann noch hier. Okay. Die habe ich bis blöd gemacht. So, dann kommt das hier wieder weg. Hier kommen nochmal mehr Bauern hin. So, okay. Zack. Na mal, dann wir auf den Acker spielen. Das hört sich aber komisch an. Na mal, dann wir auf den Acker spielen. So. Fuck. Das war das falsche Tool. Schnaps. Wie sieht das hier mit dem Schnaps eigentlich aus bei uns zu Hause? Hui, okay. Handelsroute. Rum will die jetzt. Ich mache es mal so, dass das wegfährt. Annehmen. Bleib wieder irgendwo stehen, sonst. Egal. Gut, von da, dahin. Wollen Schnaps. Ich liefere mir mal 25 rüber. So.
Ach, wir müssen ja noch ein Schiff auswählen. Kann ich das nehmen? So, da, was war hier? Hier auch noch irgendwie Schnaps oder so.